Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Dark Souls 3. Ja, wie schon erwähnt, die kleine Farming Session werden wir wieder sehen. Da ich nun Safety Safe geladen habe, ein bisschen zu weit nach hinten gesprungen bin und hier gelandet bin, müssen wir, also musste ich hier wieder farmen. Aber für euch macht das keinen Unterschied. Ich zeige euch, macht regelmäßig Safety Safe, dann müsst ihr nicht so viel wieder ja, erspielen. Was wir hier machen, ist ganz einfach: Wir laufen hier hinunter und rasten. Wir haben unseren Stab des Geschichtenerzählers und werden mit den NPCs hier sprechen. Und wenn wir mit den NPCs gesprochen haben, bekommen wir eine Trophäe. Und zwar, dass wir einen Eid mehr oder weniger geschworen haben. Beziehungsweise der Eid der blauen Wächter. Ja, ihn bekommt ihr, wenn ihr dann mit dem Mann sprecht. Und dann kommt ihr das Item und ihr habt die Trophäe. Wir werden unseren Stab benutzen und die Gegner hier besiegen. Ja, das heißt, wir können jetzt hier nach hinten laufen und mit L2 die Giftwolke durch die Wand schießen. Ja, es ist einfach nur hervorragend, wie man Souls Games schießen kann oder spielen kann. Und da die Gegner euch nicht sehen, werden sie euch auch nicht angreifen. Was wir machen werden, wir werden diese Taktik öfters benutzen, auch bei Bossen benutzen und bei starken NPC-Gegnern, um uns das ja, Leben zu vereinfachen, ganz einfach. Kurz bevor sie sterben, wir haben ja das Symbol der Habgier eingesammelt oder erfahren in der letzten Episode. Setzen wir dieses Item auf. Ja, das ist ja unser Kopfteil. Achtung, ihr verliert immer Lebenspunkte beim Aufsetzen. Heißt, der Helm frisst eure Lebenspunkte. Heißt, wiederum, absetzen. Ihr bekommt unten die Seelen. Helm absetzen. Ja, manchmal vergisst man den Helm abzusetzen. Achtet nicht drauf und der Helm tötet einen. Ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja, was passiert am besten mal vergessen. Deswegen erinnere ich euch auch immer dran, Helm absetzen. Ja, wir werden hier kleine Titanitscherben einsammeln, Seelencontainer einsammeln. Könnt meinem ja, Gameplay folgen. Wir sehen uns dann am nächsten Leuchtfeuer. Bei den Gegnertypen hier aufpassen. Bei dem Hund hier aufpassen. Das sind nervige Gegner. Ansonsten müsst ihr auf nicht wirklich viel achten. Und wenn ihr zum Leuchtfeuer rennt, kann es sein, dass dort euch ein paar Gegner verfolgen. Dort einfach umdrehen, schauen, ob ihr verfolgt werdet. Wenn es ein Gegner ist, könnt ihr ihn dann besiegen. Ansonsten einfach immer das Spiel kurz neu starten, halt verlassen und reinjoinen, um die Gegner wieder zu resetten. Also bis zum Leuchtfeuer, also bis gleich wieder. Ja, und da ist das Leuchtfeuer. Wir drehen uns um. Wie erwähnt, es kann sein, dass Gegner vielleicht euch verfolgen. Dann kurz das Spiel verlassen und wieder hineinjoinen. Ansonsten rasten wir. Dann laufen wir hier geradeaus. Und hier ist eine knifflige Stelle. Am besten macht ihr einen Safety Save. Und zwar nicht wie ich, ansonsten wieder so viel erspielen müsst. Macht regelmäßiger Safety Save. Hier müsst ihr schnell sein, Esoscherbe einsammeln, schnell rennen, denn die Gegner mit den Baumstämmen oben springen hinunter und verfolgen euch. Die Bestie dort wird euch ebenfalls verfolgen. Das Item am Feuer einsammeln, die Glut hier Container einsammeln und hier hinunterspringen. Hier Full Life sein, sehr wichtig, bevor ihr komplett reinlaufen solltet. Schaut, dass ihr Full Life seid und rollt gegen die Fässer. Ich bin dagegen gerannt.
Damit macht man die Fässer nicht kaputt. Diese die Kisten immer schön rollen und raussprinten hier. Dann links die Treppen hoch, noch einmal links und hier Spiel verlassen. Wir resetten kurz die Welt. Wir speichern jetzt auch, ja, ein Safety Safe, damit es ganz sicher ist. Dann bekämpfen wir hier den Gegner, besiegen hier den Lizard, um einen Edelstein zu erhalten. Auch wichtig, trophäenrelevant. Wir brauchen mehrere Edelsteine und müssen die Waffen dementsprechend durchwirken. Bekämpfen hier den Gegner. Wir müssen dann geradeaus zu einem NPC. Aber bei mir ist der Fall, dass ich mich hier verlaufe. Heißt, ich laufe hier links lang. Nicht wundern, ich bleibe manchmal stehen, um meine Checkliste zu checken, ob ich den richtigen Weg gehe. Meinem Guide auch selbst folge. Und ich merke einfach, oh, falsche Richtung. Was sieht am besten? Also nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen verloren ausschaue in einem Guide. Ich check dann einfach immer meine Liste ab. Beziehungsweise orientiere mich, wohin als nächstes. Wir drehen um. Wir gehen jetzt den richtigen Weg hier nach links und dann nach rechts. Und oben erwartet uns ein NPC, ein Zauberer. Wir werden mit ihm sprechen. Deswegen haben wir unsere Intelligenz auf 18 hochgepusht. Wir benötigen eine Mindestanzahl an Intelligenz, um damit er überhaupt uns als seinen Lehrling akzeptiert. Wichtig, zweimal die obere Option auswählen, ihm das Versprechen geben und wusch, er ist weg im Feuerbrandschrein. Wir laufen zurück den Weg, den wir gekommen sind, geradeaus weiter, nicht da lang, da geht's zum Boss. Geradeaus, genau. Dann hier links, wir haben ja den Lizard besiegt. Dann hier rechts und dann sind hier ein paar Gegner. Wir besiegen die Gegner, gehen ganz nach oben, wir sammeln einen weiteren Ring der Opferung ein. Heißt 2000 weitere Seelen, die wir dann durch den Verkauf des Ringes erhalten. Und am Anfang sind 2000 Seelen ein ordentlicher Batzen. Ja, deswegen werden wir hier jede Seele mitnehmen, die wir auch bekommen. Und hier checke ich wieder meine Liste ab. Wie schon gesagt, nicht wundern. Ich schaue, ob ich auch alles eingesammelt habe in der Ruine, was ich einsammeln möchte. Den Ring hier einsammeln und wir laufen hier hinunter. Das Item hier, das ist ein Rüstungsset. Da können wir alles dann verkaufen, was wir nicht benötigen für extra Seelen. Deswegen sammle ich auch wirklich ziemlich alles ein, was hier so rumliegt. Falls ihr immer Fragen habt und euch nicht sicher seid, ob ein Item relevant ist, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie es geht zu antworten. Relevant sind eigentlich immer alle Items, also vor allem Ringe und Emotes etc. Und da betone ich auch immer, dass sie relevant seien. Macht einen Safety Safe hier. Wir werden jetzt den Stab benutzen und wieder NPCs vergiften. Beziehungsweise Gegner vergiften. Ihr seht, wir können mit dem Stab auch zuschlagen. Mit L. Nehmt R2. Macht einen Schlag. Und dann haltet ihr euren Stab in die Richtung des Gegners und versprüht euren Gift. Damit wir nicht eine Ewigkeit dabei zuschauen, wie der Gegner sein Leben verliert. Kleiner Cut. Und kurz bevor er stirbt, damit ihr wechselt ihr zum Symbol der Habgier. Achtung, ihr verliert wieder Leben. Im Hinterkopf behalten. Ihr bekommt 2400 Seelen. Dann könnt ihr den Helm absetzen, euren normalen Helm wieder anziehen. Und hinter dem Gegner ist ein weiterer Gegner. Ja, deswegen haben wir das jetzt so gemacht, damit wir nicht 2 gegen 1 sind. Wir können auch erst später die Items einsammeln. Lauf den Weg, den ich laufe, um den Gegner so ein bisschen zum Stacken zu bringen, damit er länger braucht, um euch zu verfolgen. Denn wir warten hier, wir müssen hier auf die Leiter, damit wenn der Gegner hier über euch springt, hinunterfällt. Ja, und dann bekommt ihr einfach seine Runen.
und sein Item. Als nächstes werden wir Gelbfinger beschwören, mehr oder weniger. Heißt, wir werden eine Glut benutzen. Wenn wir entfacht sind, heißt eine Glut benutzt haben oder nach einem Bosskampf entfacht werden, werden in manchen Gebieten NPC-Invasierer gespawnt, die uns in unsere Welt einfallen und uns attackieren. Und das werden wir jetzt auch hier machen. Ich check hier wieder meine Liste ab. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen weird durch die Gegend laufe. Ich überlege gerade jetzt in den Sumpf. Nee, Moment mal, da war was. Genau, wir wollen Gelbfinger besiegen, damit er uns später nicht nervt. Denn wir werden wieder herkommen. Und bei uns, das Ziel ist ja immer, die Glut aufrecht zu erhalten und sie nicht zu verlieren mit den ganzen Safety Saves. Und im besten Fall die Glut immer zu verkaufen, um so viele Runen, ich sag wieder Runen, viele Seelen zu haben, um uns hochzuleveln. Ja, wir haben jetzt hier einiges wieder erreicht. Wir haben hier zwei starke Gegner besiegt. Was machen wir? Wir rüsten und wir benutzen als allererstes die Glut. Und dann machen wir einen Safety Save. Wir speichern den ganzen Speicherstand, den wir jetzt erspielt haben, und sind dann bereit für Gelbfinger. Wenn ihr hier links durch Richtung Sumpf geht, werdet ihr einen Lichtstrahl sehen, also so eine Lichtquelle, die in den Sumpf strahlt. Achtung, das sind Riesenkrabben, die euch angreifen. Wenn ihr zu diesem Licht hier, was jetzt erscheint, begebt, und dann könnt ihr einfach wieder umdrehen. Achtung vor der Krabbe. Wir wollen Gelbfinger nicht im Sumpf bekämpfen. Wir warten ein bisschen. Es kann ein paar Sekunden jetzt dauern, bis der erscheint. Warum ich das gemacht habe, keine Ahnung. Schild hoch. Der Gegner ist unsichtbar. Wir wollen, dass er uns verfolgt. Haltet am besten eure Schild oben. Nicht unten. Richtung des Sumpfes, falls er auf euch schießen sollte mit Projektilen. Da, ihr seht schon, der erste Schuss. Und dann erscheint er gleich hier auf der rechten Seite. Da ist Gelbfinger. Lauft hier hinunter. An die Leiter. Achtung, er kann einen Winkel finden, wo er euch vielleicht treffen könnte. Deswegen, wenn er zu nahe kommt, geht ein Stück hinunter. Wartet, bis er auf die Leiter steigt. Ja, das ist das Ziel. Er soll auf die Leiter. Die Leiter ist unser Freund. Und wenn er auf der Leiter ist und hinunter möchte, spammt ihr die Angriffstaste. Er fällt hinunter. Ihr könnt noch ganz schnell das Symbol der Habgier benutzen, wenn ihr möchtet. Ist nicht schlimm. Ihr könnt auch das Symbol der Habgier nutzen und auf die Leiter gehen, wenn es euch zu stressig ist, schnell zu wechseln. Wenn ihr das gemacht habt und Gelbfinger besiegt habt, könnt ihr einfach hinunter. Dann werden wir rasten. Sehen uns in Episode 5. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es wie immer in die Kommentare. Ich versuche immer so schnell wie es geht zu antworten. Bis zum nächsten Mal. Euer Swarty. Bis zur Episode 5. Ciao.